So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 9. September 2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir hier einen Blick auf die Märkte uns gönnen und ja, schauen, wie sich die Situation aktuell darstellt, mit Ausblick auf die heutige Notenbankentscheidung, die FED-Sitzung, die EZB-Sitzung natürlich, die heute um 14.30 Uhr dann gipfelt mit der Pressekonferenz mit Frau Lagarde. Wir haben um 13.45 Uhr die Verkündung dort des Leitzinsniveaus. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. So wirklich dynamisch komme ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht rüber. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil es nämlich nicht wirklich Dynamisches geben wird in diesem Zusammenhang. Es wird so sein, dass alles beim Alten belassen wird. Das, was vielleicht von Interesse ist, ist nach den Kommentaren von Herrn Holzmann, dem österreichischen Notenbanker, da irgendwie eine Andeutung gemacht wird, wann es dort eine Reduktion der Anleiheaufkäufe seitens der Fed gibt, des sogenannten PEP-Programms. Das wird es nicht geben. Also es wird nicht nur keine Ankündigung geben, sondern ich gehe auch nicht davon aus, dass man jemals wieder diese Anleiheaufkäufe in irgendeiner Form reduzieren wird. Da ist im Grunde genommen die Einbahnstraße ist eingeschlagen, beziehungsweise der Weg auf diese Einbahnstraße, der ist vorgepflastert und diesem wird man bedingungslos ewig weiter folgen müssen, denn eine Reduktion der Anleiheaufkäufe würde den gesamten Euro wahrscheinlich eher früher als später kollabieren lassen, infolge nämlich der Abhängigkeit dieser Liquiditätsspritzen des besonders Bankensektors hier in der Eurozone. Stichwort Kollaps in diesem Zusammenhang des Bankensektors durch die einsetzenden Insolvenzen. Insolvenzwelle und dergleichen. Wir werden gleich mal zwei, drei Gedanken dazu formulieren. Also alles in allem wird die Liquidität weiter zur Verfügung gestellt. Der DAX ist jetzt mit Ausblick auf die EZB, ich weiß nicht, also vielleicht auch unabhängig von der EZB, auf jeden Fall weiter unter Druck geraten. Ist jetzt unter die 15.600er Marke gerutscht. Hat jetzt zwar einen Bounce gesehen nach einem initialen kurzen Flush, auch unter das 15.500er Level. Aber ich glaube, wir haben jetzt vielleicht so diesen Bereich eingeschlagen oder diesen Modus eingeschlagen, wo es wirklich dann mal etwas korrektiver sich darstellt. Bis dato sind die US-Märkte noch einigermaßen stabil unterwegs gewesen. Wir konnten gestern im S&P die 4.500er Marke verteidigen. Nichtsdestotrotz ist dort der Bruch unter dieses Niveau durchaus noch einzukalkulieren. Das, was natürlich jetzt im Hinblick auf den DAX da so ein bisschen beunruhigend für die Bullen werden würde und dürfte, ist, dass natürlich hier ein entsprechender Flush oder Bruch unter die 4.500er Marke und eventuell auch eine etwas tiefere Korrektur im S&P 500, ausgehend von der jetzt eingesetzten relativen Schwäche, die der DAX hier präsentiert, natürlich das Potenzial, uns dann auch unter die 15.000er Marke vielleicht sogar zu befördern. Auch da blicken wir mal ganz kurz drauf. Wirtschaftsdatenkalender, sonst ruhig bzw. dünn. Wir haben noch den Earnings-Kalender in den USA. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, was gestern GME präsentiert hat. Eigentlich die Zahlen waren okay. Dann kam es allerdings ein Conference-Call, der war ein bisschen, ja, also man konnte den Eindruck gewinnen, das war jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen demotiviert in Anführungsstrichen. Ich glaube, der war noch nicht mal einer halben Stunde war der wieder vorbei. War ein relativ kurzes Intermezzo. Das hat dann dazu geführt, dass die Aktien nachbörslich deutlich unter Druck geraten ist. Wirklich einen Blick auf GME wollen wir nicht werfen. Viel interessanter scheint der Lululemon zu sein. Das ist ein Unternehmen, welches ähnliches Gefilde abarbeitet oder in Bereichen tätig ist. Stichwort Sportartikel, Vertrieb auch dann an dieser Stelle. Und dort hat ziemlich starke Zahlen präsentiert. Gap auf neue Allzeithochs. Vielleicht gibt es da heute ein Follow-through, wenn der Flash wiederum auf dem übergeordneten Bild ausbleibt. Also wir haben auf jeden Fall einiges zu beleuchten. Bevor wir offiziell beginnen, hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Das sind komplexe Handelsinstrumente, die eben auf Hebel, auf Margin gehandelt werden. Infolgedessen setze man sich zunächst mit den damit einhergehenden Risiken auseinander, stelle dann ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, was man für sich erstellt hat, eben fest, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Falls man zu dem Schluss kommt, ja, das tut es, dann findet man auf markets.com/re neben dem vollständigen Risikohinweis natürlich auch die Möglichkeit, sich eine kostenlose Demo herunterzuladen. Den Link dazu stelle ich gleich wieder in die Chatbox hier dieses Videos, da kann man sich die gleich besorgen. Das ist die Plattform, die wir nutzen wollen. Alle weiteren Fragen auch rund um die Produktpalette von Markets findet ihr auf der Webseite, wie gesagt, oder schickt auch gerne eine E-Mail an die Elena. Schickt mir gerne eine E-Mail oder kontaktiert mich über meine Webseite, über das Forum, über meinen Twitter-Account per E-Mail und dergleichen, wenn es Fragen rund um die Märkte gibt, Einschätzungen, Wünsche, besonders im Hinblick auf hier abzudeckende Märkte, die wir uns dann im Morning Meeting anschauen wollen. Ja, das heißt hinsichtlich der Einleitung gewesen. Hier ist einmal die MarketsX Handelsplattform. Ich räume jetzt kurz mal hier ein bisschen kurz im Hintergrund auf, stelle einmal den Link ein zur MarketsX Plattform. Zack, so, hier kann man sich die Demo runterladen und dann schaue ich mal ganz kurz. Hier wird auf jeden Fall alles gestreamt.
Zumindest wird bei mir alles gestreamt, das wird nur nicht hier angezeigt. Einen Augenblick, jetzt müssen wir ganz kurz die Webseite hier nochmal updaten. Ja, so schon besser. Sehr gut. Ergänzend hierzu, vielleicht nochmal einen Moment, stelle ich auch den Link zu Twitch ein. Safety first. Es hat zwar keine Probleme gegeben in irgendeiner Form in der Vergangenheit, aber sollten sie mal auftreten, dann, also bei YouTube gilt das dann an dieser Stelle, habt ihr entsprechend die Möglichkeit, eben dieses Event auch bei Twitch weiter zu verfolgen. Da wird das entsprechend parallel gestreamt. Und ja, mehr, das wäre es zur Einleitung gewesen. Blicken wir auf den DAX an der Stelle. Ich habe heute Morgen, also habe ich jetzt gerade eben noch kurz bevor ich das Event gestartet habe, einen relativ ketzerischen Kommentar hier, eine Frage gesehen von jemandem, der auch nicht besonders, ich sag mal, der FED wohlgesonnen ist, sondern auch nicht der EZB wohlgesonnen ist, der jüngsten geldpolitischen Maßnahmen, die dort eben entsprechend verabschiedet worden sind, oder der jüngsten, also die jetzt schon seit Jahren laufenden geldpolitischen Maßnahmen. Auch da werfen wir gleich mal kurz einen Blick drauf. Da gibt es natürlich nur eine relativ einfache Antwort. Es wird nichts sich ändern. Aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, wir blicken zunächst einmal hier auf das technische Bild, so wie sich das hier im Hinblick auf den DAX aktuell darstellt. Wir haben hier oben links den 5-Minuten-DAX. Wir haben hier die Stunde. Da unten finden wir den Tag. Wir sehen in diesem Zusammenhang eigentlich ein weiterhin verhältnismäßig volatiles Treiben. Können wir mal ganz kurz hier auseinanderziehen. Wir sehen allerdings auch, wie gesagt, dass wir jetzt diesen Pull-in zu sehen bekommen. Also, dass wir hier so einen Rollover sehen. Wir sehen auch in diesem Zusammenhang hier diesen Test dieser Region um 15.450 Punkte ungefähr. Das war eine Region, die hatte ich auch in der DAX-Analyse in den letzten Tagen zum Thema gemacht. Also spätestens gestern hatte ich sie zum Thema gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon am Montag, Moment, ich kurz rechnen, Donnerstag, Montagabend, also für Dienstag geschrieben hatte. Aber das ist auf jeden Fall nächstes Ziel gewesen, unterhalb von 15.600 Punkten, sofern es zu einem Break unter dieses Level kommt. Und hatte gesagt, also die 450er Region ist da so der nächste Halt darunter. Dann sieht man hier die gestrichelt grünfarbene Linie. Das würde ich sagen, ist auch aus diesem Umstand hier, dass wir dort, oh, kurz, zack, ziehen wir das mal rein, diverse Auflagepunkte hier in der Vergangenheit hatten. Dann gab es eben diesen etwas aggressiveren Flush im Test der 15.000er Region, das war am 19. Juli. Da sehen wir eben hier die 15.300er Region unterhalb der 15.450 ungefähr. Und dann ist es eben der Bereich um 15.000 Punkte, vielleicht 15.050 Punkte, ein bisschen höher an dieser Stelle. Das sind dann anzuvisierende Ziele, die eben realistisch testbar, antestbar werden, sofern sich dann eben auch entsprechend ein stärkerer Abgabedruck eben entsprechend im S&P zeigen würde. Im US-amerikanischen Aktienmarkt, dass dort eine tiefere Korrektur auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, relativ schwach, wie der DAX sich präsentiert. Diese relative Schwäche können wir im S&P noch nicht ausmachen, aber aufgeschoben ist dann nicht zwangsläufig aufgehoben, denn wir sehen fortwährend zunehmende Spekulationen auch hinsichtlich eben einer Reduktion der Anleiheaufkäufe, die irgendwie hinter vorgehaltener Hand thematisiert zu werden scheinen. Das Thema Inflation wird auf breiter Front diskutiert in den Medien, es wird diskutiert in sozialen Medien sowieso. Wir haben dort auch das entsprechende Aufgreifen, beispielsweise jetzt der Biden Administration. Ich habe mir das nicht genau angehört, aber da gab es gestern auch einen Kommentar wohl auf dieser Pressekonferenz im Weißen Haus. Also auch da ist Inflation ein Thema. Inflationsdruck baut sich also kontinuierlich auf und irgendwann wird die Fed einfach mal an dieser Stelle entsprechend ausgehend von ihrer Position als Währungshüter dort intervenieren und entsprechend eben dann entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen, die sich dahingehend äußern werden, dass man eben wenigstens irgendwie eine Reduktion der Anleiheaufkäufe in Aussicht stellt. Man muss es noch nicht mal auf den Weg bringen, was allerdings dann das Ziel hätte, kurzzeitig vielleicht über ein anziehendes Zinsniveau des Marktes, ein Antizipieren eines solchen Schrittes, eben so ein bisschen diesen sich aufheizenden Modus, so nennen wir es vielleicht einmal, im Hinblick auf die Inflation eben abzukühlen, beziehungsweise hier eben entsprechend dieser Entwicklung eben entgegenzutreten. Ja, und das ist natürlich dann etwas, was potenziell, besonders vor dem Hintergrund dieses auf tönernen Füßen stehender Rallye seit den März-Tiefs 2020, eben nach diesem Corona-Crash, was eben hier dann entsprechende Korrektur begünstigen könnte in US-Equities, auf die wir gleich noch separat schauen. Und wenn wir eben hier, wir hatten das ja schon seit geraumer Zeit zum Thema gemacht, das Markieren neuer Allzeithochs, das hat im DAX unglaublich lange gedauert in Relation halt zum S&P oder zum Nasdaq beispielsweise, die von einem Hoch zum nächsten gelaufen sind.
Und wir haben dann schlussendlich hier Anfang August den Sprung auf neue Allzeithochs gemacht. Seitdem läuft aber auch hier der Modus eigentlich vom Allzeithoch zu Allzeithoch zu streben im S&P und auch im Nasdaq weiter. Und der DAX konsolidiert im Seitwärts. Da gab es mal kleine Versuche, die 16 rauszunehmen, aber so wirklich ist es nicht gelungen. Und jetzt sehen wir eben schon erstmalig hier Abgabedruck, der sich zeigt. Also gestern von diesen Abschlägen, die wir zur Markteröffnung gesehen haben, konnten wir uns nicht dramatisch erholen. Also wir haben zwar eine Gegenbewegung gesehen, allerdings ist die dann auch relativ zügig zum Erliegen gekommen. Also ich hatte hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hatte schon so ein bisschen geschmunzelt gehabt, als hier nachdem wir das Morning Meeting beendet hatten, da setzten wir schon zu einer leichten Gegenbewegung an. Das Morning Meeting hatten wir beendet und dann guckte ich das nächste Mal eine Stunde später oder sowas auf den DAX und habe dann in dem Zusammenhang gesehen, dass wir schon wieder hier über die 15.700er Marke gelaufen waren, beziehungsweise dann auch hier den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben zurückerobert hatten. Da dachte ich mir schon, gut, nächstes V, was wir jetzt in den Markt einzeichnen. Allerdings, genauso schnell wie der Gedanke kam, genauso schnell war es dann auch schon wieder, ist diese auch wieder hinfällig gewesen, was auch immer der Grund hier war, 14 Uhr. Aber wir sind plötzlich stärker unter Druck geraten. Also ich habe die Analyse dann für den DAX bei mir auf der Webseite eingestellt. Ich teile den da auch mal über Twitter und dergleichen. Und ich hatte gerade den Senden-Button geklickt gehabt, sah dann plötzlich, wie wir eben hier auf einmal Abgabedruck sahen und deutlich auch zurück unter die 15.700er Marke eben an dieser Stelle rutschen. Wirklich erklären konnte ich mir das ehrlich gesagt nicht, was da der Trigger war. Es war auf jeden Fall erkennbar, dass wir eben dann eventuell auf der Unterseite noch nicht fertig sind. Und jetzt haben sich die US-Märkte nicht dramatisch bärisch präsentiert, aber zumindest mal nochmal ein Retest hier dieser 15.600er Region, also dieser, ich nenne sie jetzt mal europäischen Tiefs, nach sich gezogen. Und wir haben dann auch in diesem Bereich geschlossen, also knapp oberhalb. Und das ist schon ein klares Schwächesignal an dieser Stelle, was der DAX dort gesendet hat. Das ist, wie gesagt, nicht so erkennbar, das sehen wir gleich im Zusammenhang mit dem S&P sehen, der hat sich nicht derart schwach oder stärker korrektiv gezeigt. Und demnach mit den schwachen Vorgaben, die wir dann aus Asien zu sehen bekommen haben, jetzt über Nacht, also es ist eben, oder schwache Vorgaben, wir wollen es nicht dramatisieren, aber zumindest mal der leichte Abgabedruck, sind wir eben unter das 15.600er Level gelaufen, sehen halt jetzt einen Bounce und im Großen und Ganzen, auch wenn da jetzt ein Übernachthandel stattfindet, aber Xetra, beziehungsweise ja, Xetra sowieso überhaupt. Ja, ganz konkret sogar. Das ist ungefähr, Xetra-Schluss fällt auch ungefähr zusammen mit dem Future-Schluss. Es ist jetzt einfach ein Down-Gap aufgetreten, welches hier geschlossen wird durch diesen aktuellen Bounce. Also wir flashen zunächst auf der Unterseite. Jetzt scheint es eben diesen Gap-Close zu geben. Aber wir haben Schwierigkeiten offensichtlich hier, aktuell jedenfalls. Mal schauen, wie sich das in den kommenden Minuten noch darstellt. Aber wir haben Schwierigkeiten hier, die 15.600er-Region eben zurück zu erobern oder zurück über dieses Niveau zu laufen. Und ein erneutes Überrollen jetzt gegen diesen Bereich und dann ein das Rutschen auch in dem Fall dann für mich jedenfalls, wäre das ein klares Signal, dass wir jetzt auf der Short-Seite uns noch bewegen. Ein erneutes Rutschen unter den EMA 50 hier auf 5-Minuten-Basis, das wäre ein Signal, dass wir eventuell auch hier noch nicht auf der Unterseite fertig sind. Und das, naja, auch wenn wir jetzt hier nicht in Anführungsstrichen in Eigenregie diesen Lauf dann nochmal in Richtung der 15.450er-Regionen vielleicht zu sehen bekommen, aber die US-Märkte, die bergen da durchaus das Potenzial, vielleicht dort diesen Abgabedruck eben zu einzuleiten. Ergänzend hinzu kommt eben, da muss man natürlich auch einen Fokus drauf, oder nicht einen Fokus drauf werden, aber zumindest mal, das sollte man im Hinterkopf behalten. Trotz des Umstandes oder trotz der Aussicht, dass die EZB an ihren geldpolitischen Bemühungen aktuell nichts in irgendeiner Form ändern wird heute und das auch nicht kommunizieren wird, ist genau das eventuell auch dann etwas, was wiederum zeigt, dass es mehr Liquidität nicht zwangsläufig richtet an der Stelle. Auch wenn das alles in allem natürlich Liquidität ist, die dann wiederum sich den Weg irgendwie besonders in Assetklassen wie Aktien oder auch Immobilien oder sonst dergleichen eben bahnen wird, so ist es dennoch eben so, dass unterm Strich die anziehende Inflation natürlich alles in allem früher oder später zwangsläufig auf die Gewinnmargen der Unternehmen eben drücken wird. Entsprechend eben auch in diesem Zusammenhang dann die vielleicht Dividendenrenditen hier der Unternehmen, das gilt übrigens nicht nur für europäische Unternehmen, das gilt auch für US-amerikanische Unternehmen, eben in unattraktivere Gefilde eben treiben dürfte. Und was dann wiederum die Frage aufwirft, ob Chance-Risiko-Verhältnis technisch vor dem Hintergrund dieses aberwitzigen Laufes, ausgehend von den Corona-Tiefs hier, nur fußend auf mehr Liquidität seitens der Notenbanken, sei es der EZB, sei es der Fed,
dass das eben dann in diesem Zusammenhang hier eben die Frage aufwirft, ob denn dann nicht eventuell der Rubikon ein bisschen überschritten ist und dass dann infolgedessen nicht eventuell hier eine schärfere Korrektur folgerichtig anmutet an dieser Stelle. Wie gesagt, das könnte durchaus dann nochmal unangenehm werden, ganz zu schweigen davon, wenn man in irgendeiner Form eine Reduktion der Neuaufkäufe, nochmal, es ist sehr unwahrscheinlich, aber eine Option dennoch, die sollte man im Hinterkopf haben, dass das eben eventuell dann dazu führt, dass wir hier erst recht stärkeren Abgabedruck eben tatsächlich sehen, der dann nochmal einen zusätzlichen Katalysator findet, eben durch die US-Märkte heute Nachmittag. Key Level, wie gesagt, ist einmal die 600er Region, das ist Gap Close, Stück weit höher vielleicht, könnten wir sagen, die ehemaligen Tiefs, die hier ausgebildet worden sind am 19. August. Also das heißt, alles, was innerhalb dieses rotfarbenen Kastens liegt, der zeichnet sich hier zwischen 630 bis roundabout 690, würde ich mal sagen, 700 so ungefähr. Das wäre so eine Region, da würde ich, besonders wenn es jetzt hier in einem Zug aufwärts gehen würde, würde dann sagen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch ist vielleicht ein Short gegen diesen Bereich durchaus von Interesse. Und dann einfach mal zu schauen, ob es ein erneutes Überrollen gegen diese Gefilde gibt. Sollten wir die 600 nicht zurückerobern, wie gesagt, und hier überrollen 450 und darunter ist es dann eben die 300er Region, beziehungsweise in den Wochenschluss hinein mit dem entsprechenden Abgabedruck in den US-Märkten auch die 15.000er Region, die wir dort als Ziel auf der Unterseite anlaufen dürften. So, blicken wir mal hier auf den S&P. Key Level ist angelaufen, gestern kurzzeitig mal unterschritten. Leichte Spikes in der Volatilität. Der VIX ist gestern kurzzeitig immer mal wieder so Richtung 19 gesprungen, wieder abverkauft worden. Wir haben dann leicht unterhalb von 18 Punkten im Volatilitätsindex auf den S&P geschlossen. Was allerdings, naja, es ist noch nicht dramatisch, aber es ist zumindest mal etwas. Also nach solch einem Lauf und vor dem Hintergrund des Drucks, der sich hier kontinuierlich aufbaut und der Spekulationen, die sich mehr und mehr beschleunigen im Hinblick eben auf eine Reduktion der Anleiheaufkäufe oder Thematisierung zumindest mal, ist es so, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass sofort schlagartig die Vole ansteigt. Also sofern natürlich nicht irgendwie ein externer Trigger sich dann eben zeigt. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dieses Überrollen hier, das ist dennoch ein Signal, dass das da ein bisschen turbulenter werden könnte in den kommenden Tagen. Wir haben genügend Trigger, das steht außer Frage. Also wir können die jetzt alle hier nochmal durchaus eben zum Thema machen. 4470, 4480, das ist ein Schlüsselbereich, weil wir nämlich hier die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung an dieser Stelle eben tatsächlich haben. Und naja, sollten wir dann aus diesem Kanal rausbrechen und sollte das einhergehen, eben beispielsweise nicht nur mit Taper-Spekulationen, die dann jetzt mit Ausblick auf die Notenbankentscheidung am 22. September eben losgetreten werden, sondern ganz besonders eventuell schon auf den Weg gebracht werden, nochmal verstärkt auf den Weg gebracht werden durch einen Uptick in der US-Inflation, die nächste Woche Dienstag veröffentlicht wird, dann könnte das hier relativ brisant werden, weil das zwangsläufig, fast schon möchte man sagen, mit potenziellen Spikes in den Zinsen auf der Oberseite, einsetzender Risikoaversion und somit der Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus diesem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite eben tatsächlich korrespondieren dürfte. Und das wiederum beschleunigt dann eventuell eine Abwärtsbewegung, die hier, und das wären tatsächlich ja nur roundabout 5% ungehebelt aus den aktuellen Gefilden. Also wir sind jetzt um 4.500 Punkte. Wenn wir da eine Korrektur einsetzen sehen, in der Größenordnung von vielleicht 250 Punkten an der Stelle, das ist so das Maximum, vielleicht 300 Punkte, 250 bis 300 Punkte, dann sind wir von diesen aktuellen Indexständen hier, Korrekturmodus irgendwo zwischen 5 bis 8%. Also wir reden noch nicht mal von 10% an dieser Stelle. Und selbst das wäre im derzeit verhältnismäßig ruhigen Marktumfeld und vor dem Hintergrund der relativen Schwäche wiederum in Bezug auf den DAX eben eventuell so eine Art, naja, es hört sich jetzt dramatisch an. Neckbreaker ist vielleicht ein bisschen hartes Wort an der Stelle, aber zumindest mal etwas, was zügig mal so ein bisschen Unruhe reinbringt, Volatilität einfach begünstigt und was wir auf jeden Fall hier berücksichtigen sollen. Und das Schlüssellevel ist eben jetzt jener Bereich, in dem wir hier derzeit eben traden. Sollten wir die 450 nicht halten, dann ist folgerichtig eigentlich damit zu rechnen, dass wir eben die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier anlaufen werden. Und wenn wir die testen, dann gilt es hier wirklich seitens der Bullen eben zu zeigen, dass sie willens sind, diesen Bereich zu verteidigen. Sollte das nicht gelingen, sollten wir eben hier dieses Niveau dann brechen und auch nicht zügig zurückerobern. Also, ich zeichne das vielleicht mal ganz kurz hier ein. So. Dann wäre das eventuell jener
Trigger für weitere Abwärtsdynamik auf der Unterseite, die wir erwarten dürften. Und ja, soweit also die Situation zum S&P. Also unterm Strich bleibt es abzuwarten, ob es genau zu diesem Lauf eben kommt. Rein saisonal betrachtet sind wir auf jeden Fall eher in einem schwachen Umfeld. Das wird nochmal potenziell schwächer. Wir haben ja die diversen Kalenderwochen uns angeschaut gehabt. Das bedeutet also, es ist durchaus nochmal vielleicht jetzt sogar ruhiger als das, was wir dann post der FED-Sitzung eben im 22. September erwarten sollen. Dass es hier dann entsprechend zu einem nochmal stärkeren Rollover-Moment eventuell sogar kommt, begünstigt durch eine Taper-Spekulation, die einsetzt, weil der Inflationsdruck zu groß wird. Und genau das wäre dann eventuell eben der Treiber für einen schärferen Push entsprechend auf der Unterseite. Das ist etwas, also dieses Bild hier, das ist dahingehend halt ein bisschen suboptimal. Ich ziehe das mal ganz kurz hier rüber. Das ist deswegen etwas suboptimal, weil wir nämlich, ich guck mal ganz kurz, ob der, nee, erst im Nasdaq hat sich diesbezüglich noch nichts gezeigt. Ich glaube, hier würde die Heftigkeit deiner Korrektur nochmal um Vielfache stärker tatsächlich dann ausfallen. Da könnte es tatsächlich sein, dass wir in einem Schub sofort Abgabedruck sehen und hier schlagartig 500, 600 Punkte eventuell in ein, zwei Tagen verlieren, weil sich derzeit hier noch nichts irgendwie bemerkt, was sehr, sehr überraschend ist, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund dessen, dass diese Taper-Spekulation und auch entsprechend diese ja, die anziehende Inflation durch die resultierenden Spikes in Zinsen potenziell eben ganz besonders nochmal auf den Growth-Sektor eventuell stärker durchschlagen. Und dass sich das hier derzeit nicht bemerkbar macht, das überrascht und das erhöht meines, oder beziehungsweise das Chance-Risiko-Verhältnis technisch ist das attraktiv hier gegen diese Hochs sich eventuell short zu positionieren. Also ein erstes Überrollen kann man schon hier erkennen. Wir sind zwischenzeitlich ja im Bereich, das sind jetzt hier, das ist ein 5-Minuten-Chart auf der Oberseite, wir könnten das auch auf der Stunde uns anschauen. Wir sehen an der Stelle eben ein Überrollen so gegen den Bereich 15.700 Punkte. Das wäre auch unsere Stop-Region an der Stelle. Also das heißt, wir würden hier mit einem Stop arbeiten um 15.7 ungefähr und würden an der Stelle eben mit Unterschreiten der 15, vielleicht sogar 15.530, also der gestrigen Tiefs hier, so in diesem Bereich, also allerspätestens rund gesprochen 15.500 Punkte, hätten wir eventuell dann entsprechend den Trigger, auch aus technischer Perspektive, der eine schärfere Korrektur initiieren könnte, der uns dann in Richtung der 15.000er-Region ungefähr führt. Eventuell sogar ein Stück weiter drunter, ein kleines Überschießen in dem Bereich, was uns CRV-technisch schon ein bisschen Gefilde um, ja, 2,5, 3 zu 1 eben tatsächlich führt. Klar. Also das heißt, wenn wir die 14,9 bis 15.000 Region annehmen, dann reden wir von 500 bis 600 Punkten Chance. Auf der Unterseite für solch einen Short-Gedanken. Short ist die 15,5, allerspätestens. Stop ist die 700, das sind 200 Punkte. Dann kommen wir hin. Das sind 2,5 bis 3 zu 1 eben CRV. Und das könnte, wie gesagt, durch den sehr stark überdehnten Modus und durch das derzeit relativ ruhige Umfeld könnte das eventuell sogar besonders im Tech-Bereich schneller gehen, als einem das im ersten Moment lieb ist. Nochmal, das setzt voraus, dass wir unter die 15,5 fallen. Und das ist auch ein bisschen, ich möchte es mal hemmend nennen. Trifft es vielleicht ganz gut. Und zwar, jetzt wollen wir mal kurz einen Blick auf eine Einzeltitel werfen. Die sind aktuell natürlich extrem dünn. Da gibt es nicht so viel zu berichten, weil es ist einfach mal sehr dünn, was wir wirtschaftsdatentechnisch zu sehen bekommen, beziehungsweise also aus dem Earnings-Kalender. Die Earnings-Season ist vorbei, also größtenteils durch. Das heißt also, das nächste spektakuläre Treiben hier, das dürfen wir eigentlich erst erwarten. Ich sage mal so ab Mitte, Ende Oktober. Das bedeutet etwas anders formuliert. Aktuell blicken wir definitiv auf die globalen makroökonomischen Events. Nichtsdestotrotz, ab und an gibt es eben Ausreißer oder beziehungsweise ab und an gibt es da eben News-Events, die durchaus interessante Price-Action eben nach sich ziehen. Gestern war es UiPath zum Beispiel, wobei das relativ schwierig zu traden war. In der Tat, ich gucke mal ganz kurz, habe ich den Chart überhaupt mal offen? Ja, hier. Das war relativ schwierig tatsächlich, weil wir direkt vom Opening weg unter einen Schlüssellevel hier bei 57 gelaufen waren. Ich hatte das gestern in der Discord-Community geschrieben gehabt. Sollten wir unter der 57 eben uns halten? Ist das eigentlich ein potenzieller Grund, davon auszugehen, dass weiterer Abgabedruck sich eben hier abzeichnet? Die Zahlen waren alles in allem relativ solide, aber nichtsdestotrotz sind die vom Markt offensichtlich eher negativ aufgefasst worden, beziehungsweise eher für einen potenziellen Growth-Titel an der Stelle eben eher skeptisch beäugt worden. Wir sehen dann eben entsprechend den Drive, der uns bis in Richtung ungefähr 55 führt, kurz nach der Marktöffnung. Das war direkt zum Opening 15:30 Uhr. Also kommt der ein oder andere vielleicht auf die Idee, wobei das auch recht schwierig ist. Wir sind nämlich eigentlich schon hier in den Minuten vorher, so ab 15:10 Uhr ungefähr, sind wir unter die 57 gerutscht. Das war, ja, ich weiß nicht, also
Ich hab den Opening zu der Zeit nicht getradet. Also ich hatte die Aktie zwar auf dem Schirm, also ich hatte die auch parallel laufen, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt eben anderweitig was zu tun und deswegen habe ich mich da nicht drauf konzentriert gehabt. Gestern war da einfach der Fokus nicht gegeben. Wenn ich das jetzt in der Nachbetrachtung mir angucke, muss ich ganz ehrlich gestehen, fällt es mir sehr schwer, hier an dieser Stelle ein tradebares Setup auch CRV-technisch zu sehen. Also ich glaube, das ist wirklich ein ultraschneller Momentum-Skype irgendwie, den du aus der Tape-Perspektive eventuell da in irgendeiner Form tradest, aber also sehr, 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 sehr schwierig, glaube ich, an dieser Stelle. Dann sehen wir halt einen relativ scharfen Bounce, der führt uns zurück in Richtung 57, beziehungsweise über die 57 zurück in Richtung 58, zwischen 58 und 59, das war so ein Überrollbereich. Da rollen wir wieder über, droppen wieder in Richtung hier dann der Tagestiefs. Können die erneut halten, Bounce, wir konsolidieren unterhalb von VWAP, aber das ist tradingtechnisch, wie gesagt, echt schwierig an der Stelle. Beziehungsweise kurzzeitig, da sind vielleicht mal so zwei, drei ganz kurzfristige Engagements, aber wirklich tradetechnisch attraktiv ist das nicht. Das fügt sich aber wenigstens noch ins übergeordnete Bild ein. Also wenn du übergeordnet ein skeptisches Bild skizzierst und dann versuchst du eben auch hier bei den Einzeltiteln eher die Shortseite zu favorisieren. Das wird bei Lulu jetzt ein bisschen schwer. Das ist übrigens ein Unternehmen. Da wird der eine oder andere erstmal sagen, das hört sich irgendwie komisch an. Ja, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Lululemon. Einfach für einen kleinen Überblick, was die Firma macht. So. Hier kann man schon sehen, Sportswear an dieser Stelle. Hier ist es. Lulu Athletica ist ein in Vancouver. Ist das ein kanadisches? Applied Retailer, domiziliert in Delaware, Headquartered in Vancouver, genau, in Kanada. Nasdaq gelistet an dieser Stelle, was founded, gibt es auch einen deutschen Artikel zu, hier, können wir mal ganz gut gucken, da. Lululemon Athletica ist ein kanadischer Einzelhändler für Sportbekleidung, also relativ gleiches Segment wie beispielsweise Under Armour zum Beispiel oder auch Nike. Das ist so, das geht in die gleiche Richtung tatsächlich. Wurde in Kanada als Einzelhändler für Yoga-Bekleidung gegründet und verkauft seine Produkte inzwischen international in 460 Läden sowie online etc. Online das Business, das prosperiert gerade regelrecht. Und das hat sich eingefügt in die auch jüngst veröffentlichten, der eine oder andere hat sich im sehr, sehr guten Quartals Berichte von Nike beispielsweise oder Under Armour. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat man eine Idee, in welche Richtung das geht. Lululemon Shares Surge on Earnings Beat, Hiked Outlook as Shoppers Spend on Workout Apparel. Also, was wir hier zu sehen bekommen haben, war einfach ein richtig, richtig starker Datensatz. Die Erwartungshaltung des Marktes wurde deutlich übertroffen. Ich gucke mal hier ganz kurz. Da haben wir es nochmal im direkten Überblick. Revenue 1,45 Milliarden gegen 1,33 Milliarden erwartet. Earnings per Share, Gewinn pro Aktie 1,65 Dollar gegen 1,21. Was aber viel interessanter, glaube ich, war in diesem Zusammenhang, war weniger dieser Beat als solches, sondern vielmehr das, was hier oben eingefangen ist. Based on its current forecast, also basierend auf dem aktuellen Ausblick für das Unternehmen, haben wir jetzt eben tatsächlich schon bei Lululemon Zahlen, die hier darauf hindeuten, dass wir die Ziele für 2023 erreichen. Also die Ziele, die sich die Firma für 2023 gesetzt hat, die sehen wir jetzt schon fast erfüllt, beziehungsweise spätestens zum Ende diesen Jahres. Also ein unglaublich starkes Wachstum, was die Firma aktuell eben sieht. 2 years ahead of schedule. Und ja, folgerichtig kann man dann in diesem Zusammenhang eben erkennen. Ich habe übrigens die Aktie hier noch gar nicht aufgemacht, sehe ich gerade. Habe ich das heute früh nicht eingegeben? Nö, hier, so. Ausgehend hiervon hat die Aktie nicht nur schon einen sehr, sehr starken Lauf gesehen. Das mal ganz kurz hier zeigen. Ja, und zwar sehr, sehr solide, seit einiger Zeit schon entsprechend. Natürlich hier Corona, Crack und dergleichen, aber hat sich eben ausgehend von diesen Niveaus mittlerweile verdreifacht innerhalb der letzten anderthalb Jahre an der Stelle. Was wir eben jetzt auch zu sehen bekommen, ist, dass wir, auch wenn jüngst zum Beispiel hier sich die Aktie so ein bisschen unter Druck präsentiert hat, wir hatten neue Allzeithochs noch vor kurzem markiert. Das war vergangene Woche tatsächlich, so im Bereich um 4,20 Pi mal auf 4,25. Da kann man es noch ein bisschen besser sehen. Sieht eben jetzt ein Gap von über 10% auf der Oberseite und im Bereich neuer Allzeithochs. Und das ist natürlich jetzt etwas, besonders wenn man sich eben dann zum Beispiel auch anschaut, wie Nike gelaufen ist. Ich will dann mal Nike vielleicht ganz kurz hier reinholen. Nike, dann haben wir das alles hier. Zack, Tack. So, als die Earnings da veröffentlicht worden sind, das war hier. Ja, das war 24. Juni. Moment.
Die Earnings kommen jetzt noch, genau. Also, das war nämlich der letzte Earnings Report. Die Earnings, die stehen tatsächlich noch an am 22. Das heißt also, nee, Moment, 22.? 23. Also Post der Fed an der Stelle. Das könnte durchaus nochmal interessant werden. Das ist nochmal ein größerer Player, würde ich jetzt mal sagen. Was ich aber hier ganz interessant fand, war einfach, dass wir dort nicht nur einen sehr, sehr starken Earnings Beat gesehen haben, sondern am Tag der Earnings dann auch entsprechend dieses Gap haben verteidigen können und in der Folge hier weitere Aufschläge gesehen haben, die uns dann auf neue Allzeithochs eben befördert haben. Und jetzt ist Lululemon nicht die gleiche Kategorie wie Nike eben tatsächlich, aber es lässt sich aus diesen Entwicklungen hier, lässt sich dann durchaus ablesen, was eventuell auch für einen Sportartikelhersteller wie an der Stelle Lulu zu erwarten wäre. Also Nike hat einen starken Earnings Beat gesehen für die letzten Quartalszahlen, Follow-through auf der Oberseite. Wir können das gleich auch nochmal für Under Armour machen, UAA. So, können wir auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Da hatten wir hier die Earnings. Da. Auch da sehr, sehr starker Beat. Man kann erkennen, ich hatte die Aktie auch tradingtechnisch hier auf dem Schirm. Ich hatte dazu auch ein Tutorial eben gemacht. Auch hier, nachdem wir die Earnings gesehen haben, gab es nicht nur dann entsprechend ein Gap higher und entsprechend auch ein bullisches Momentum am selben Tag, sondern auch in den Folgetagen. Die Aktie hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tage in Folge nochmal grüne Vorzeichen gesehen. Ist nicht auf neue Allzeithochs durchgebrochen, aber hat kurzfristig auf jeden Fall weiter bullisches Momentum gesehen. Es ist natürlich ein Pattern, das du jetzt hier erkennst, wo du sagst, naja, also ergo, warum sollte ich nicht davon ausgehen, dass wir dann auch besonders jetzt bei solch einem Gap auf neue Allzeithochs in Lulu entsprechend so eine Action zu sehen bekommen? Begünstigt also ganz klar die Long-Seite. Wir haben sehr, sehr starke Earnings. Und nun, was wir jetzt einfach machen wollen, auch wenn wir vielleicht an der Stelle noch abwarten müssen, wie sich dann die Vorbörse jetzt in den nächsten Stunden darstellt. Wir haben jetzt 11 Uhr morgens, also so wirklich dramatisch ist, gibt es noch nicht wirklich Informationen. Den lasse ich vielleicht mal offen. Ich stelle den Link dazu, wer das ist, stelle ich gleich oder im Anschluss an das Video stelle ich unten in die Chatbox entsprechend rein. Was ich jetzt hier mache, ist, ich gucke mir einfach mal an, okay, was ist denn eigentlich in der Vorbörse bis dato passiert? Ne? Wir haben hier die Pre-Market Movers. Ich gucke mir das auf benzinga.com an. Das ist kostenlos verfügbar. Das ist zwar nicht in Realtime, aber nichtsdestotrotz gibt es da einen ersten Überblick. Jetzt sind da bis dato, jedenfalls würde man sagen, naja, sind aber erst 7.000 Stücke gehandelt worden. Das ist ja jetzt nicht besonders viel. Und das ist tatsächlich auch etwas, das sollten wir berücksichtigen. Die Aktie wird heute heiß sein. Da können wir hundertprozentig von ausgehen, weil wir gestern schon in der Nachbörse, ich glaube, 300.000 Stücke oder so getradet gesehen haben. Und warum wird die Aktie heiß sein? Weil Finviz uns nämlich zeigt, dass das durchschnittlich gehandelte Volumen nur pro Tag 839.000 Stücke ist. Das ist eigentlich für mich, ist das kein rotes Tuch, aber zumindest mal was, wo ich sage, ich möchte eigentlich 1 Million Stücke mindestens pro Tag im Schnitt durchgehen sehen. Und wenn das dann schon unter 1 Million ist, dann ist das dahingehend schwierig, weil ich eben weiß, dass das den Spread und somit dann entsprechend die Weite meines Stops auch entsprechend eben betrifft. Also das heißt, ich muss mir jetzt erstmal anschauen, wie kommt die Aktie rein, wie viel Volumen wird gehandelt und vor allem, wie ist dann in diesem Zusammenhang auch der Spread, also die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs an der Stelle. Und dann entscheide dann, ob ich die Aktie wirklich traden will, auch wenn das einfach einmal so aus der Research-Perspektive natürlich ein sehr, sehr attraktiver Titel an der Stelle ist und ausgehend von den Pattern, die wir Nike oder Under Armour gesehen haben, eben auch ein potenzieller Kandidat, eben weiter bullisches Momentum auf den Weg zu bringen. Vorausgesetzt natürlich, das übergeordnete Bild bleibt freundlich, denn das ist nämlich das Nächste. Du hast alles in allem aktuell ein Bild, welches sich beginnt einzutrüben. Volatilität beginnt anzuziehen, vielleicht eine Korrektur, sollten wir im S&P unter die 4.500 rutschen. Das wäre ein übergeordnet sich eintrübendes Bild, was dann eventuell auch negativ auf solch einen Kandidaten wie Lulu hier an der Stelle durchschlagen würde. Also noch sind wir freundlich und solange wie die 4,5 im S&P halten, gibt es da eigentlich gar keine Gründe, irgendwie skeptisch zu sein. Aber die Kombination daraus, die lässt dann eben den Schluss zu, dass man sagt, naja, vielleicht sollte ich hier eher mit einer reduzierten Positionsgröße an dieser Stelle agieren und sollte eben an dieser Stelle nicht zu so aggressiv ein solches Play eben auf den Weg bringen. Aber in Summe ist es auf jeden Fall mal so, dass ich eben durch diese Earnings und durch das Gap auf neue Allzeithochs und das Wissen, dass Under Armour, Nike entsprechend positiv performt haben, eher die Long-Seite favorisiere. Was mich dann dazu kommen lässt, dann gehen wir mal ganz kurz nochmal hier in die Vorbörse. Was mich eben dazu kommen lässt, zumindest mal ein Szenario dahingehend zu skizzieren, dass ich sage, die Inflection, die wird wahrscheinlich 4,30 sein, vielleicht sogar 4,35. Mal gucken, wie sich das in den kommenden Stunden noch darstellt. Aber sollten wir oberhalb von 4,35 eröffnen, also den nachbörslichen Hochs, die gestern hier sich ausgebildet haben, und sollten wir uns auch oberhalb stabilisieren können, dann ist das schon mal ein erstes deutliches Stärkesignal und könnte dann auch weitere Stärke eben tatsächlich in den kommenden Stunden, also post 15:30 Uhr nach sich ziehen. Was ich dann so handeln würde, dass ich sagen würde, ich habe einen sogenannten Trade to Hold
hold until reason to sell. Also das heißt, wenn wir reinkommen, oberhalb von 4,35 dieses Gap dann auch halten können, uns oberhalb 4,35 stabilisieren und oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises hier, den ich im Blau da reingelegt habe, das ist der VWAP, dann möchte ich gegen VWAP bei einem Pull-In, also kommst du in eine Korrekturbewegung oder aber oberhalb des VWAPs aus einer engen Konsolidierung möchte ich mich long positionieren mit einem, ich sag mal, verhältnismäßig engen Stop an der Stelle von $2 ist es, also die ATR, das sehen wir hier, die ATR in der Aktie, die beträgt roundabout $8,75, also rund $9. Das heißt $1,80 sind 20% ATR. Und dann kann ich oberhalb eben auch durchaus davon ausgehen, wenn wir oberhalb uns von 4,35 halten, dass wir eventuell deutlich über die 4,40 laufen, bis 4,45 eventuell. Also das wäre dann sogar CRV-technisch potenziell attraktiver Kandidat. Und ja, also das ist ein Einzeltitel auf jeden Fall, den man auf dem Schirm haben sollte. Wie gesagt, der breite Markt, CRV-technisch nicht mehr ganz so attraktiv auf der Oberseite, solange wir uns im S&P oberhalb von 4,5 halten können, allerdings nicht wirklich bearish. Wenn du dann CRV-technisch attraktiven Kandidaten suchst, heute Nachmittag mit den US-Märkten, ich glaube, dann wirst du hier bei Lulu auf jeden Fall potenziell fündig. Und ja, das ist also auf jeden Fall ein attraktiverer Kandidat, so möchte ich mal sagen, als beispielsweise GameStop. Was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, auch von den Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher. Die Zahlen waren alles in allem relativ passabel. Na, magst du nicht? So. Braucht ein bisschen. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Dann machen wir es mal ein bisschen anders. Scheint sich hier ein bisschen aufgehakt zu haben. Einen Moment, ich gucke mal ganz kurz. Das macht mich mal so ein bisschen nervös, wenn der anfängt hier rumzuhaken, dass das vielleicht wieder was mit dem Laptop zu tun hat oder sowas. Aber Stream scheint davon nicht betroffen zu sein. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert tatsächlich. So. Also GameStop, wie gesagt, hat der ein oder andere vielleicht noch auf dem Schirm. Ja, ich weiß nicht, was man daraus machen soll. Also Geschäftsmodell, bin mir nicht so sicher, ob man da vom Geschäftsmodell an der Stelle eben tatsächlich sprechen kann. Habe ich gar nicht aufgemacht. Ja, also alles in allem solide Zahlen, glaube ich, ein etwas größerer als veröffentlichter Verlust gewesen, der da veröffentlicht worden ist. Was dann den in Anführungsstrichen Schlag mit dem Hammer in Anführungsstrichen nach sich gezogen hat, der dann auch hier stärkeren Abgabedruck nach sich gezogen hat, der uns deutlicher hat auch laufen lassen unter das 200er Level, also Gap Down dazu geführt hat, 10% an der Stelle sind eben, jetzt mal kurz rechnen, ja, rund $20, also in die Gefilde um 180, guck mal ganz kurz hier in der Vorbörse, GME, ja, zeitweise unter 180, jetzt können wir uns ein bisschen erholend eben tatsächlich zeigen. Hat dazu geführt, man kann es hier sehen, also die Earnings waren eigentlich alles in allem passabel, aber das wirkliche, der wirkliche Lockdown, das kam dann eben dadurch zustande, dass dieser Earnings Call irgendwie ein bisschen, naja, dubios, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht ganz genau verfolgt, war auch ein bisschen spät jetzt an der Stelle, aber nichtsdestotrotz hat das eben, das habe ich mitbekommen, eben durchaus ein bisschen für Verstimmung gesorgt an der Stelle, hat einen Lockdown nach sich gezogen. Ich glaube, Lulu ist aus der Perspektive, lange Rede, kurzer Sinn, ohne zu sehr in die Details zu gehen, eben auf jeden Fall ein attraktiver Kandidat, wer im Einzeltitelbereich was sucht. GME, glaube ich, sollte man eher mit Vorsicht genießen an der Stelle. Wenn es weiter zur Abgabedruck kommt, dann wäre auf jeden Fall GME infolgedessen, was jetzt passiert ist, Kandidat, der hier halt Abgabedruck sehen könnte, der uns Richtung der 150er-Region vielleicht sogar führen könnte. Also er könnte durchaus, könnte im Meme-Stock-Bereich, könnte stärkeren Abgabedruck sehen, sollte eine Risikoaversion einsetzen. Also sprich, ich möchte in einem Umfeld, welches vorteilhaft bleibt für heute im Einzeltitelbereich, Lulu auf jeden Fall als potenziellen Outperformer ausgehend von den Pattern der jüngeren Vergangenheit eben sehen oder handeln, eher von der Long-Seite. In einem sich eintrübenden Umfeld ist ein Kandidat wie GameStop an der Stelle durch eben diese Reaktion auf eigentlich passable Earnings mit allerdings diesem Earnings Call eher ein Kandidat für relative Schwäche und könnte dann eben hier einen Schub in Richtung der 150 sogar nach sich ziehen. Also könnte ein kleiner Mini-Sell-Off vielleicht einsetzen, der nochmal durch den übergeordneten Markt eben katalysiert oder mitgetragen wird an der Stelle. Ja, also das vielleicht nochmal so ein Kandidat, ohne da jetzt allerdings ein konkretes Setup formulieren zu wollen, weil Dulu ist für mich einfach etwas klarer, etwas sauberer einfach und
fundamental mit durch den Earnings Release einfach etwas besser einschätzbar an der Stelle. Wie gesagt, in Verbindung mit den News Earnings, die wir bei Nike und die Reaktion darauf gesehen haben, beziehungsweise bei Under Armour eben in der jüngeren Vergangenheit. So, Equities haben wir damit. Wir gucken noch mal ganz kurz in den Devisenbereich. Und zwar jetzt natürlich auf den Euro mit Ausblick auf die EZB heute. Nicht, dass sich das charttechnische Bild hier verändert hat, aber ich will euch gleich noch kurz die Grafik zeigen im Hinblick auf das, was wir hier seitens der EZB erwarten können, beziehungsweise wie sich die Situation aus global makroökonomischer Perspektive einfach darstellt. Also im Großen und Ganzen. Resistance auf der Oberseite ist die 1,19er Region. Wir sind aus diesem Aufwärtstrendkanal, der sich hier primär infolge von US-Dollar-Stärke, Stärke nicht, Schwäche, die andere Stärke, Schwäche herauskristallisiert hat gegen diese Tiefs um 1,1650 Pi mal Daumen. Diese Aufwärtsstruktur, die ist jetzt gebrochen, unterbrochen. Wir sehen hier fast punktgenau den Test dieser 1,18er Region, die ich zum Thema gemacht habe, wo ich sagte, sollten wir aus dem Kanal rausbrechen, da sind wir noch um 1,1850 gehandelt worden, sollten wir hier ausbrechen, dann ist eine Region um 1,18 als potenzielles Ziel anzuvisieren. Und nunmehr ist es eigentlich so, dass genau diese 1,1850er Region ein Schlüssellevel vielleicht darstellt. Sollten wir gegen diesen Bereich anlaufen und erneut überrollen, dann wäre nochmal ein Test und ein Fall unter die 1,18 eben einzukalkulieren. Müssen wir mal abwarten, wie der Euro da reagiert. Im Großen und Ganzen wird seitens der EZB, ist seitens der EZB auch seitens Christine Lagarde nichts zu erwarten, was in irgendeiner Form vom jetzt eingeschlagenen geldpolitischen Kurs abweicht. Also wir sollten, nee, wir sollten nicht, wir erwarten, und so wird es auch sein, ein Beibehalten des Zinsniveaus, Leitzinsniveaus, da wird es keine Veränderung geben. Es wird keinerlei Veränderung geben in irgendeiner Form hinsichtlich des geldpolitischen Stimulus. Das ist hier in Rot, das ist Fred an der Stelle. Einmal die Zentralbankbilanz der EZB in Rot, ja, die sich mittlerweile hier vertikal darstellt und immer weiter beschleunigend auf der Oberseite. Post der Corona-Pandemie. Mittlerweile legen wir ja innerhalb von kürzester Zeit, im Grunde genommen, legen wir die Bilanz im übertragenen Sinne, ich weiß gar nicht, was sind die Zahlen, über 100 Milliarden, glaube ich, pro Woche oder dergleichen. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gesagt habe, aber ich glaube ja, also wir sind mittlerweile in einem ziemlich absurden Modus unterwegs, immer mehr Liquidität in das System zu geben, um diesen Motor am Laufen zu halten, um das Schwelen einer Bankenkrise irgendwie abzufedern, denn das ist der Hauptgrund dafür, die Insolvenzwelle, die in der breiten Bevölkerung irgendwie, nee, nicht in der breiten Bevölkerung, in den Medien gar nicht thematisiert wird in großem Umfang, naja. Die ist aber dennoch da. Also zumindest mal kann man von vielen hören, die ihre Schotten in Anführungsstrichen dicht machen müssen. Eine Rückkehr zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Normal an der Stelle ist auf weiter Front nicht ausmachbar, um eben dann diese Kaskade von Zahlungsausfällen im Bankensektor nicht getriggert zu sehen, haben wir an dieser Stelle eben eine EZB, die an diese Stelle tritt, die zwecks Vermeidung eines solchen Kollaps des Bankensektors im europäischen Bereich eben auch gar nicht anders kann, als dann auch dieses PEP-Programm eben entsprechend weiter fortzuführen. Das ist übrigens etwas, das hier thematisierte heute Morgen der Bondtrader. Das ist ganz kurz vielleicht ein ganz interessanter Post in diesem Zusammenhang. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die EZB am Donnerstag noch nicht, das ist eine interessante Formulierung, noch nicht über ein künftiges Ende der PEP-Käufe beraten wird. Also PEP steht übrigens hier an der Stelle für Pandemic Emergency Purchase Program. Also pandemisches Notaufkaufprogramm an der Stelle. Die Pandemic Emergency, wie gesagt, das macht sich primär im Bankensektor wahrscheinlich bemerkbar. Das sollte man wahrscheinlich beibehalten, um dann aus dem PEP oder Pandemic an der Stelle eben ein Permanent zu machen. Ja, ich finde die Formulierung finde ich eigentlich ziemlich großartig, weil genauso wird es nämlich sein. Man hat nochmal gar keine andere Wahl und auch nicht, dass man noch darüber fabulieren wird, sondern es wird einfach, es gibt keine andere Möglichkeit, als weiter so zu machen, wie eben das aktuell läuft. Parallel dazu ist eben auch die Frage, das ist eine sehr ketzerische Frage, aber genauso ist die auch gemeint. Also das ist hier von eben Sven Henrik, der ist ab und an bei CNBC zum Beispiel auch ein großer Kritiker, der ja Fed beispielsweise ihre geldpolitischen Maßnahmen, die dort auf den Weg gebracht worden ist, aber auch im Hinblick eben auf die EZB hier entsprechend ein großer
Kritiker an dieser Stelle stellt die Frage, was plant ihr dagegen zu tun? Also wir sehen nämlich hier, die Bilanz wird immer weiter ausgedehnt, läuft vertikal auf der Oberseite, während eben jetzt hier schon vor der Corona-Pandemie der Einlagen, die Einlagenfazilität hier bei der Fed, oh, bei der EZB, Verzeihung, aber wahrscheinlich, ich werde ihn zu nutzen, bei der EZB auf minus 0,5% läuft an dieser Stelle. Also die Deposit Facility Rate, ganz kurz für diejenigen, die damit nichts anfangen können, das ist das untere Zinsband an dieser Stelle. Das ist jenes Zinsband, welches darüber befindet, was Banken an der Stelle erhalten, sobald sie Liquidität über Nacht bei der EZB einlagern, in Anführungsstrichen, ist auf minus 0,5% gesetzt. Also die kriegen nichts dafür, sondern die müssen dafür was bezahlen. Man will Banken dafür bestrafen, Geld bei der Fed einzulagern. Man will dieses Geld in die Wirtschaft eben geben, um die Wirtschaft entsprechend hier anzukurbeln, die EU-Wirtschaft an der Stelle. Dass das nicht so ganz funktioniert, das schiebt man natürlich jetzt mittlerweile auf Corona. Aber nochmal, diese Maßnahmen hier, diesen Null- und Negativzins, den man im Grunde genommen begonnen hat zu implementieren, schon ab 2015. Das war hier übrigens zu Beginn des Jahres dann das hat auch schon vorher angefangen an der Stelle, das war mit einer der Gründe, diese Negativzinspolitik, die man damals dort eingeleitet hat, war mit einer der Gründe dafür, warum die SNB dann ihre Wechselkursuntergrenze oder beziehungsweise Obergrenze, je nachdem, wie man es betrachtet, für Euro-Schweizer Franken bei 1,20 eben geliftet hat. Und man gesagt hat, wir haben diesem Unmengen an Liquidität, die Fed jetzt hier, die EZB, Verzeihung, in den Markt gibt, haben wir nichts entgegenzusetzen. Und wie gesagt, man schiebt es jetzt im Großen und Ganzen auf Corona. Ja, das hat auch vielleicht damit zu tun, dass unsere Gesellschaft mittlerweile, dass es gelungen ist, dank der, ich nenne sie mal Smartphonisierung unserer Gesellschaft, die Aufmerksamkeitsspanne auf jene eines Goldfisches eben tatsächlich zu drücken an dieser Stelle, ja, der immer so in seinem Glas hin und her schwingt und sagt, oh nein, ich bin gefangen, und dann weiter schwimmt, wieder zurückkommt, oh, ist das schön hier, und dann wieder 2 Zentimeter weiter, oh nein, ich bin gefangen, und dann die ganze Zeit, also das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne hier an dieser Stelle immer weiter gedrückt wird, deswegen führen es die meisten jetzt auf Corona zurück, obwohl diese Problematik hinsichtlich des Euros schon seit geraumer Zeit natürlich hier der Hauptgrund ist eben tatsächlich die Misskonzeptionierung des Euros als solches, die eben zu dieser Entwicklung hier beigetragen hat, die sich jetzt nur noch mal beschleunigt. Also das heißt, diese Abwärtsspirale hinsichtlich des Euros beschleunigt sich immer weiter. Es ist nicht davon auszugehen, dass es jetzt zu einer Kommunikation des Endes kommt. Das, was eben jetzt allerdings mehr und mehr natürlich auch ein Thema wird, auch hierzulande, Querstrich in Europa, besonders in Deutschland, weil Inflation eben so ein rotes Tuch ist an dieser Stelle, ist natürlich dieser Inflationsdruck, der sich kontinuierlich aufbaut. Das, was einzig und allein interessant wird in diesem Zusammenhang, wird zu sehen sein, wie jetzt die Fed, schon wieder, wie die EZB darauf in irgendeiner Form reagiert, ob sie da überhaupt in irgendeiner Form darauf reagiert. Jegliche Thematisierung in Aussichtstellung, aber nochmal, die Wahrscheinlichkeit dafür ist marginal, minimal klein, dass es irgendwie eine Reduktion dieses PEPs gibt oder dass es wenigstens thematisiert wird, könnte kurzzeitig mal einen Pop im Euro eben nach sich ziehen, aber unterm Strich bleibt, es ist nicht davon auszugehen, dass wir hier deutlich über die 1,1850 zurücklaufen, beziehungsweise sollte es einen kurzen Pop nochmal in Richtung der 1,19 geben, sofern es ihn überhaupt gibt, dann wäre das meiner Einschätzung nach sogar chancenrisikoverhältnistechnisch eher ein attraktiver Kandidat, hier einen Short gegen diesen Bereich auf den Weg zu bringen, in Erwartung, dass wir dann früher oder später eben deutlich wieder zurück unter die 1,18 laufen dürften. Das vielleicht nochmal abschließend ein bisschen runder gemacht auf jenes, was wir heute im Hinblick auf die EZB erwarten sollen. Gold ist natürlich alles andere als optimal, in Anführungsstrichen, hatte sich schon abgezeichnet vorgestern mit dem Break aus oder unter diese Trendlinie hier an dieser Stelle. Das hatten wir ja schon am Dienstag im Morning Meeting zum Thema gemacht. Beschleunigte sich dann nochmal, das hatten wir auch ja zum Thema gemacht, der Fall unter die 1800er Marke. Gestern nochmal ein kleiner Flush dann auf der Unterseite, der uns in Richtung der 1780er Region geführt hat. Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen. Jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, wie sich hier die Price Action weiter darstellt. Sollte es jetzt gelingen, wobei der Wirtschaftsdatenkalender sehr dünn ist, also wir haben heute mit Ausnahme der EZB keinerlei global makroökonomischen Trigger in irgendeiner Form, sondern erst eigentlich das nächste potenzielle Key Event vor der Fed, dann am 22.09. mit den Inflationszahlen nächste Woche Dienstag am 14. Sollte es jetzt nicht gelingen, hier zurück deutlich über die 1800 zu laufen und möglichst auch einen Tagesschlusskurs oberhalb dieses Niveaus auf den Weg zu bringen,
Dann wäre denkbar, dass wir einen ernsthaften Versuch sehen, zurück unter 1780 zu brechen und dass dieses kurze Intermezzo hier auf der Oberseite dann eher nochmal einen stärkeren Abwärtsimpuls nach sich bringt durch den harten Abprall, ein Überrollen gegen diesen Bereich und nochmal den Bereich um 1750 US-Dollar pro Fein uns in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Also das ist jetzt so ein bisschen der technische Schlüsselbereich. Push zurück in Richtung und über 1800 ist der Schlüssel, um weiteres in Anführungsstrichen Ungemach und einen Push unter die 1780 mit Zielen um 1750, vielleicht sogar tiefer, eben in Gold zu vermeiden. Auch hier natürlich eher nur kurzfristiger Natur, ein solches Szenario, wobei es natürlich derzeit getragen wird von Spikes in den Zinsen auf der Oberseite, beziehungsweise auch eine US-Dollar-Stärke. Was ich gerade für den Euro-US-Dollar skizziert habe, das ist eben derzeit auch ein potenzieller Treiber, der diese Schwäche eben hier in Gold dann initiieren könnte, in US-Dollar, der aufbegehrt, weil wir da eine negative Korrelation haben. Unterm Strich bleibt aber, dass wir sowohl seitens der EZB als auch seitens der Fed, auch wenn es nun mal irgendwie in Aussicht gestellt wird, da gibt es vielleicht mal irgendwie irgendwann eine Diskussion rund um eine Reduktion der Anleihenaufkäufe. Heißt das noch nicht, dass solche Reduktionen thematisiert werden, Taper eben wirklich auf den Weg gebracht wird. Und das ist eben etwas, was unterm Strich das Einzige, was es braucht, ist Zeit. Der Rest, der wird wahrscheinlich, so könnte man auch zusammenfassen, von selber kommen, wird dazu führen, eben, dass Gold an der Stelle eher bullisch performen wird in den kommenden, ja, vielleicht sogar Jahren an der Stelle, weil es eben potenziell auch ein Kippen dieses Fiat-Geldsystems eben geben wird. Das ist allerdings weniger etwas, was aus trading-technischer Perspektive für uns relevant ist. Also da orientieren wir uns an diesen kurzfristig technischen Leveln. Dieses langfristige Bild, dieses Bild skizziere ich für jene, die sich vielleicht mal während der Corona-Krise jetzt in irgendeiner Form davor vielleicht auch schon oder noch überlegen, ob sie es tun sollen, in irgendeiner Form physisches Gold vielleicht in kleinem Umfang. Also wir reden jetzt ja nicht von Barren und von irgendwie so einem kleinen Fort Knox, was man sich zu Hause aufbaut, sondern wir reden einfach von einer kleinen Absicherung, als Werterhaltungsmittel in Anführungsstrichen seines Geldes, was man über die Jahre sich zusammengespart hat beispielsweise. Und weil man eben auch diese sehr skeptische Haltung in Bezug auf den Euro, auf den US-Dollar generell eben teilt, vielleicht dann sagt, ja, irgendwie Krypto, Bitcoin ist mir aber zu volatil, das ist nicht wirklich Wertaufbewahrung. Ich möchte einfach ganz konservativ ein paar Barren Gold, ein paar kleine Barren, ein bisschen ein paar Gramm Gold im Safe einfach haben. Das ist dann für diesejenigen, welche eine Betrachtung, die vielleicht jetzt, weil sie es schon vor, sagen wir mal, ein Jahr getan haben oder vielleicht vor anderthalb Jahren nicht, aber vielleicht vor 12, 14 Monaten ungefähr diesen Schritt gegangen sind und sich jetzt fragen, naja, also ich habe damals gekauft hier im Bereich, weiß ich nicht, Juni, vielleicht sogar den Breakout auf die damaligen Allzeithochs in diese Rallye hier in Juli zum Beispiel. Wir haben nicht wirklich seitdem eigentlich eine deutliche Performance gesehen. Wir pendeln im übertragenen Sinn so ein bisschen um die Nulllinie. Also ich würde mal sagen, Juni, Juli, das scheint mir am wahrscheinlichsten, dass da jemand diesen Schritt gegangen ist, weil damals eben in Anführungsstrichen die Schotten wieder aufgemacht worden sind. Der Lockdown wurde damals beendet und dergleichen. Deswegen scheint mir das hier durchaus ein Szenario zu sein. In dem Fenster hat eventuell hier dann der eine oder andere sich diesbezüglich abgesichert. Und jetzt gucken wir eben auf diese Performance und wir handeln im Grunde genommen auf den gleichen Niveaus wie vor einem Jahr. Und demnach stellt sich natürlich schon die Frage, vor allem wenn man das parallel sieht zu der zeitgleich zu diesem spekulativen Exzess in Equities, fragt man sich auch, wäre es da nicht viel sinnvoller gewesen, eigentlich an dieser Stelle eben in beispielsweise Aktien zu investieren? Wenn man das Ziel hat, mehr aus dem zu machen, was man hat, was man angespart hat oder dergleichen, dann ja, dann ist definitiv Gold an der Stelle definitiv als Fehlinvestment im übertragenen Sinne zu bezeichnen. Aber die meisten, die hier eben diesem Gedanken unterliegen und die hier dann physisch Goldpositionen aufgebaut haben, denen ging es weniger eigentlich um den Spekula oder vom spekulativen Exzess zu profitieren, als vielmehr eben ein Wertaufbewahrungsmittel eben zu finden. Und ausgehend eben hiervon, muss ich sagen, hat sich die Situation eigentlich deutlicher in Richtung einer solchen sinnvollen Investition hier entwickelt, fundamental. Bis jetzt hat sich das noch nicht im Kursverlauf wieder gespiegelt, aber das wird es früher oder später. Davon bin ich fest überzeugt, dass Gold eben auf breiter Front outperformen wird. Das gleiche gilt dann auch für Value-Titel, klassische Value-Titel wie Goldminenaktien zum Beispiel oder dergleichen, wo aber derzeit eben, wie gesagt, dann auch man sich eventuell zwei, dreimal daran erinnern muss, dass es genau darum geht, Wertaufbewahrungsmittel zu finden und eben nicht hier von diesem spekulativen Exzess, den wir derzeit auf breiter Front sehen, den wir in Titel sehen wie AMC, in GME oder irgendwelchen NFTs, diese Non-Fungible Tokens war oder sonst dergleichen, eben von diesen massiven Exzessen eben zu profitieren, sondern eben hier
eine Wertaufbewahrung einfach seines Hab und Guts in Anführungsstrichen, teilweise jedenfalls eben auf den Weg zu bringen. Das ist mal vielleicht für den einen oder anderen Gespräch, führt man ab und an mal, da kommt dann so die Frage auf, Mensch Jens, guck mal hier, was ist denn mit Gold los und so. Also das ist durchaus ein Gedanke, der ausgehend von den Gesprächen, die ich führe oder die Leute, die an mich rantreten, eben führe, also beziehungsweise was, die Frage, die ich häufiger habe, wo es dann immer notwendig ist, daran zu erinnern, mach dir klar, warum du das getan hast. Warum hast du hier einen Teil deines Hab und Guts in Gold transferiert und hältst den eben tatsächlich als in Anführungsstrichen eiserne Reserve? Es hat nicht damit zu tun, dass du jetzt in irgendeiner Form hier den großen Run siehst, neue Allzeithochs in Gold und sonst dergleichen, sondern dein Hab und Gut in Anführungsstrichen, dein Geld abzusichern, Werte aufzubewahren an dieser Stelle. Und da geht es eben nicht um Performance-Bolzen oder dergleichen. Ja, das vielleicht nochmal so ein bisschen längerfristig. An der Stelle, wie gesagt, kurzfristig ist es die 1800. Gelingt es hier, diesen Bereich rauszunehmen und drüber zu schließen, dann könnte nochmal denkbar werden, dass wir in Richtung der 1830 uns aufmachen. Solange wir drunter schließen und desto länger wir auch drunter schließen, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal zu einer ernsthaften Attacke auf die Region um 1780 US-Dollar pro Feinunze eben tatsächlich hier an der Stelle kommt. Ja, final, werfen wir noch einen kurzen Blick auf Bitcoin. Hat sich das Bild jetzt unwesentlich verändert? Erhöhte Volatilität am Dienstag. El Salvador hat den Schritt gegangen, hat die ersten Bitcoins gekauft. Flash Crash kam auf dem Fuß tatsächlich. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine oder das andere begünstigt hat, aber zumindest mal wird das jetzt erstmal damit eben verbunden. Hier bildet sich jetzt eine Konsolidierung heraus, allerdings mit einem klaren Bereich, gegen wen jetzt hier wir uns konsolidieren zeigen. Also das heißt mit Rückeroberung. Rund gesprochen der 47.000, vielleicht Tagesschlusskursoberhalb von 47.500 Punkten. Es ist denkbar, dass wir einen Großteil dieses Flash Crashs, den wir hier am Dienstag zu sehen bekommen haben, wieder aufholen und dann tatsächlich zurücklaufen in Richtung der 50.000er Region. Ja, das sind potenzielle Ziele. Also oberhalb 47.5 Ziele um 49, 49.2, 50.000 dann an der Stelle, 50.200, 50.500 Punkte oder US-Dollar an der Stelle. Sollten wir nochmal unter die 45 rutschen, wäre das potenziell nochmal ein Trigger für weiter potenziell bärische Action, die diese 43.000er Region in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Ich bin alles in allem allerdings oberhalb hier dieser blau gestrichelten Linie. Das ist die Ausbruchregion dort von Anfang August. Bin ich eher positiv für Bitcoin und gehe eher davon aus, dass wir nochmal einen Lauf in Richtung hier der Hochs zu sehen bekommen. Sobald wir unter diese grün gestrichelte Linie, nicht grün, blau gestrichelte Linie rutschen, also unterhalb die 40.000er Marke rutschen, wäre das eher ein bärisches Signal. Und in dem Zusammenhang wären nochmal Abstiege denkbar, die uns vielleicht sogar nochmal Richtung 30.000 führen. Aber wie gesagt, solange wir drüber handeln und solange wir auch eine Chance sehen, an der Stelle realistisch zurück über die 47, 47,5 zu brechen, ist durchaus nochmal denkbar, dass wir in Richtung des 50.000er Levels eben uns an der Stelle aufmachen. So, ja, nunmehr, das wär's für heute gewesen. Wie gesagt, DAX gucken wir mal. Aktuell hier Gap Close. Wir haben Schwierigkeiten in dem Bereich. Ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist. Schauen, ob wir überrollen. Sollten wir. Wir haben jetzt einen kleinen Versuch gestartet, hier zurück unter den EMA 50 zu laufen. Bis dato ist er abgewendet worden. Sollten wir jetzt allerdings kein höheres Hoch bilden oder höheres Hoch zwar markieren, aber relativ zügig und heftig auch vielleicht gegen die 15,6 abprallen, dann könnte das besonders bei einem erneuten Fall unter den EMA 50 hier dann für die Folgestunden bärischen Verlauf befeuern oder die Wahrscheinlichkeit hierfür. Schlüssellevel, wie gesagt, im S&P 4.500 Punkte. Ja, und das wäre es soweit nunmehr meinerseits gewesen. Also, wer den Einzeltitelbereich favorisiert, eher die Long-Seite sieht, Lulu nach den starken Zahlen potenziell mit weiterem Aufschlagspotenzial, auch ausgehend von den jüngsten Veröffentlichungen und Price-Action, die wir gesehen haben in Nike und Under Armour. Die bärische Seite, wie gesagt, entweder als Marketplay hier unterhalb von 4.500, besonders den gestrigen Tiefs am S&P, ausgebildet, ich zeige das mal ganz kurz hier. Zack. Beziehungsweise heute Nacht sogar, die Tiefs hier. Das ist Bereich 4485, 4490 ungefähr. Das wäre ein Treiber für weitere bärische Action mit Schlüssel dann 4470. Wenn wir die 4,5 halten können, wie gesagt, dann ist denkbar, dass wir nochmal einen Bounce sehen Richtung 4,20, 4,520, 4,530 ungefähr. Das wäre jenes Play, genau, mit Einzeltiteln im Bereich Lulu. Wenn der bärische Impuls kommt, könnte ein bärischer Outperformer nach diesem etwas, dubios ist es nicht, aber zumindest mal fragwürdigen Earnings Call gestern, der GME vielleicht sein. Und ja, sonst 14:30 Uhr EZB. Schauen wir mal, ob die uns was liefert. Wie gesagt, eher nicht so, aber
Wir lassen uns gerne positiv überraschen und auch negativ. Und ja, das wäre es meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch jetzt Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören wieder morgen voneinander. Morning Meeting 10. September, 10:30 Uhr. Und gemeinsam mit Markus werfen wir dann wieder einen Blick auf die Märkte. Soweit also meinerseits. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.